So, heute geht's weiter mit den Wastern und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Ach Gott, ja doch, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Hat das Entschuldigung, ja, ich war ein Tick wieder beim Kopf da, als ich letztendlich gesprochen habe. Ja, wir sind mit den Wastern dran und hatten wir es wieder, ist was wir so wieder machen müssen. Und zwar Avalanche heißt das Ding. Machen wir mal ein Lacko. So, let's go. Und zwar den LP 560, den wir jetzt kriegen. Wir sollen. Erster werden natürlich für Gold, das ist klar. Zweiter Silber, dritter Bronze. Also sprich heute die ersten drei. Wir haben drei Nagelbänder, wir haben drei Störsender und wir haben drei EMP. Und ich hoffe, dass das Ding jetzt nicht so frustrieren wird, wie das eine Rennen, was wir da hinbekommen, was wir da abgeliefert haben. Wobei erst im siebten Versuch das Ding dann irgendwie gerade so auf Bronze geschafft haben. Na, mal gucken. Wir tun einfach unser Bestes heute. 9,8 Kilometer sind das. Na gut, gucken wir mal. Da sind eh insgesamt vier Autos, ne? Wieder sich das falsch. Nächsten Martin DB5. Wenn ich hier extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Zentrale. Abgeworfen ist Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Network hat Ziel verfehlt. Aber der hat auf jeden Fall schon mal mitbekommen. Verstanden. So, das war der erste Martin. Scheiße, ich verdrück's. Oh, das war ein MP-Takedown sogar. So, jetzt haben wir keine Cops gerade mehr an der Backe. Oh, da ist noch einer. An alle Einheiten, das Kommunikationssystem ist gestört. Verstanden. An alle Einheiten, bitte alle verfügbaren Mittel anwenden, um den Verlust zu stoppen. Danke. EMP hat das Ziel verfehlt. EMP hat das Ziel verfehlt. Achtung, alle Einheiten verfolgen vorbildlich. So, EMP hat Verfolgung vorbildlich. So, gucken wir mal. So, jedenfalls ist zumindest das Ding... Ausgefallen. Zieh mich zurück. Warum auch immer, ich habe keine Meldung bekommen für das Ding. Ja, ist klar, Alter. Seht ihr das? Der Typ richtet jede Menge Schaden an. Das ist nicht nur ich. Oh ja, den hat aber schön erledigt. So, fährt da wieder der Kollege. Ich krieg ja keine Anzahl mehr. So, noch zwei weniger. So, dann nehmen wir den Porsche mal mit. Verfolgung,
eines blauen Lamborghini. Einer hat so viel Feuerfahrt, glaube ich, mitgenommen mit dem Mann. 6,4 Kilometer noch. Verfolgung ist unterwegs zum Herzen. Jetzt haben wir hier einen Porsche Panamera Turbo. Verdächtiger setzt sich vor dir, melde eigene Stellung. Verdächtige auf die Straßensperre. Zu Festnahme schon. Wiederholung klar machen zu Festnahme. Ah, der Heli nervt mich gerade. Scheiße! Keine mehr. Versuch, ein extrem schnelles Fahrzeug zu stoppen. Bitte unbedingt gucken, wenn ich da auf mich Der Kopf ist zerstört. Jetzt muss ich auch wieder das Rennen nach Hause fahren. Fahrzeug ausgefallen. Oh, ich war Dritter. Ja, das Ding ist durch. Oh, Gott sei Dank. Ich bin froh, dass ich das beim ersten Mal geschafft habe. Ich meine, schade, dass wir es nicht als Erster geschafft haben, aber wir haben es. Wichtig ist, dass wir es geschafft haben. So, gute Punkte. Gott sei Dank. So, Avalanche haben wir erledigt. Und das nächste Ding heißt Basic Stripes und ist ein Duell. Und wir fahren den Muster. Super Snake ist ein von Shelby angebotenes Paket, das die Leistung und Optik des Ford Shelby GT500 verbessert. Es enthält also alles, was ein waschechtes Muscle Car braucht. Der Ladedruck des Whipple-Kompressors wird deutlich angehoben, wodurch die Leistung des 5,4 Liter V8 von 550 PS bei 6500 Umdrehungen pro Minute auf 750 PS bei 6200 Umdrehungen pro Minute steigt. Kann der Fahrer mit dieser Extra-Power umgehen, ist die stehende Viertelmeile in rund 12 Sekunden mit einer Zielgeschwindigkeit von über 190 Stundenkilometern machbar. Die Motorhaube besitzt nun eine riesige Hutze, deren Zweck es ist, so viel Luft in den Kompressor zu leiten wie möglich. Ein markanter Splitter aus Kohlefaser sorgt für zusätzlichen Abtrieb auf der Vorderachse, wenn man versucht, in der Kurve zu beschleunigen. Ja, das ist zumindest mal das dazu. Wir nehmen das Auto natürlich in Grabber Blue und machen jetzt uns auf mit dem Duell. Wir haben... okay, ja gut. Theoretisch müssen wir nur einfach irgendwie durchkommen, um die 6000 Kopfgeld zu bekommen. Natürlich ist das Ziel, das Ding als erstes zu fahren. Ich stehe jetzt gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, wie viele Kilometer das sind. Die kriegen wir gleich die Meldung erst rein. So, es sind insgesamt 20,2 Kilometer. Okay. Wir fahren gegen den Lambo. Guck mal, da kommt schon raus oder weg. Digga. Ja, der war nur kurz da.
Wir haben keine... keine Verfolgeeinheiten. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das Ding irgendwie so nach Hause rocken. Naja, schauen wir einfach mal. Ziehen wir schon irgendwie hin. Das hätte sich leider mal ja auch relativ souverän gewonnen. Ich sehe das Auto, schon keine Sorge. Ich will mal ein bisschen ins Nitro, reinzukriegen. Ah, der Lambo ist nicht ohne. Ich gehe dem mal hinterher. Ja, der spielt auf Füße genauso, der fährt im Gegenverkehr. Um Nitro aufzuladen. Also ich versuche jetzt gerade ein bisschen mit Windschatten zu arbeiten. Um ihn gleich dann wieder zu holen. Wir haben noch 11 Kilometer, also 9 Kilometer haben wir schon hinter uns. Ich komme aber auch nicht momentan so wirklich in Position, dass ich ihn mal kassieren könnte. Na gut, auf dem Ende jetzt habe ich den, jetzt habe ich ihn. Oder? Ja, doch, scheiße. So, jetzt bin ich mal vorbei an ihm. Kilometer haben wir noch. Scheiße, Mann! Ja, die Idee hatte ich auch, schade. Ja, eine unsichtbare Wand auch noch, die mir jetzt mein Rennen kaputt fährt. Und selbst wenn er das Ding gewinnt, hat er das eigentlich relativ super gut. Hat er das eigentlich sehr verdient gewonnen, muss ich sagen. Ich habe jetzt ein bisschen abgehängt bekommen. Ja, jetzt hat er mich. Schön hindurchgezogen. Und damit hat sich das erledigt, weil diese Dreckskarre da noch um die Ecke kommen musste.
Wäre das Auto nicht um die Ecke gekommen, wäre, hätte ich ihn gehabt. Ja, dadurch musste ich nochmal vom Gas runter und dann konnte er mir außen durchziehen. Konnte mir noch innen durchziehen. Ich musste nach außen weg und er kam dann innen durch. Ach, Mann. Den hatte ich mir so gern gehabt, den Typen. Ich hatte bis auf einen Kilometer von Ziel hatte ich den ja vorne. Und dann sagt er mir, ja komm, dann muss ich mit ihm noch ein Auto hin. Das heißt, dass der auf jeden Fall das Ding verliert. Aber er hat es verdient gewonnen. Er war die ganze Zeit wirklich vorne. Ich war immer nur minimal vorne und dann kam irgendwas dazwischen. Na, es ist verdient, hat er gewonnen, muss ich sagen. Gut. Dann war's das für heute wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit den Kotz.